Habt ihr euch schon mal überlegt, wie ihr die Welt retten könnt? Nein, wir schon. Wir vom Zukunftsprojekt Erde. Hier im Rathaus Hannover kamen 3 Tage lang über 100 Schüler zusammen. Gemeinsam mit Wissenschaftlern suchten wir Lösungsansätze für die 7 größten Probleme der Menschheit. Artem und John berichten. Energie. Staaten missbrauchen sie als Machtinstrument und nutzen die Ressourcenknappheit schamlos aus. Doch die Technik zur Speicherung von erneuerbaren Energien ist noch lange nicht ausgereift. Zudem ist Energie nicht für jeden auf der Welt zugänglich. Wie soll das Problemkind Energie dazu beitragen, die Welt zu retten? Stichwort Desertec, wo Energieerzeugung im Bereich der Wüste angestrebt wird. Zum einen ein Antrag zur Weiterentwicklung und Ausbauung erneuerbarer Energiequellen, zum Beispiel Solaranlagen auf dem Meer, dass man so Solarparks baut, genau wie diese Windparks, die man schon kennt. Die Weltwirtschaft steht vor ihrer größten Herausforderung. Banken geht das Geld aus, Staaten gehen pleite. Was müssen wir tun, um Wohlstand überall auf der Welt zu schaffen und zu sichern? Speziell in Afrika, da dort ja praktisch keine Infrastruktur existiert. Also wir wollen da wirklich Straßen verbessern. Wir wären auch dafür, dass wir dort öffentliche Verkehrsmittel einführen und auch die Wasser- und Stromversorgung weitaus verbessern. Die Technologie entwickelt sich stetig. Die Anzahl der Internet-User vermehrt sich. Der arabische Frühling wäre ohne Facebook und Twitter kaum möglich gewesen. Löst die Vernetzung der Welt also alle Probleme? Ja, und wir haben uns gedacht, weil ja viele Leute auf der Welt Social Networks benutzen, wie Facebook oder Twitter, dass wir da irgendwie eine Leiste einbauen wollen, wo die Hauptinformationen irgendwie kommen, die gerade auf der Welt passieren. Eisbären schwitzen, Kamele frieren. Dagegen muss was getan werden. Wie kann der Umweltschutz dazu beitragen, die Welt zu retten? Das können wir machen, indem wir unsere Umwelt so sauber wie möglich halten. Dass wir eben versuchen, Wasser, Atmosphäre, Boden nicht zu stark zu belasten. Dass man versucht, irgendwelche Motoren zu entwickeln oder auch zu forschen nach Möglichkeiten weniger CO2-Ausstoß. Viele Menschen auf der Welt sind nicht in der Lage, Freiheit zu genießen und selbstbestimmt zu leben. Demokratie gewährleistet genau das. Wie sorgen wir dafür, dass die überall verstanden und umgesetzt wird? Das eine ist, wir müssen, glaube ich, in unserer Demokratie zeigen, dass sie nicht nur funktioniert, sondern dass sie uns ermöglicht, tatsächlich Freiheit und Selbstbestimmung zu gewährleisten. Dann, wir brauchen natürlich eine ausgiebige politische Bildung. Der Westen wird fetter und in Afrika hungern die Menschen. Dennoch werden allein in Deutschland jährlich 11 Millionen Tonnen an Lebensmitteln weggeworfen. Wie lässt sich das weltweite Hungerproblem endgültig lösen? Es gibt genug Lebensmittel, aber sie sind eben ungleich verteilt. Viele Menschen wissen gar nicht so wirklich was darüber und deshalb wollen wir das denen beibringen, jetzt zum Beispiel ein paar Schulstunden damit verbringen, damit die da auch viel darüber wissen. Die Europäische Union ist Friedensnobelpreisträger und gleichzeitig einer der größten Waffenhändler. Ist der Ansatz des Militärschriftstellers Vigetius der richtige? Wenn du Frieden willst, so rüste zum Krieg? Das ist natürlich eine Position, die man vertreten kann. Aber ich halte sie für völlig falsch und preis. Man kann natürlich sagen, es ist das erste Mal, dass in Westeuropa seit 60 Jahren Frieden herrscht. So eine Situation gab es in der Geschichte nie. Das ist fantastisch. Das ist wirklich was, was für uns auch ziemlich schwierig zu verstehen ist, weil wir denken, Frieden ist normal, ist halt so. Ja, der zweite Antrag ist halt, dass wir die Politiker auf Fortbildung schicken wollen, auch zum Thema Frieden, dass dann die von Experten beraten werden. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Helft uns dabei, die Welt zu retten.